Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für die zweite Sitzung unseres Seminars Fankommunikation und Fankulturen. Oder nein, andersrum heißt das Seminar, Fankulturen und Fankommunikation. Es soll in der Sitzung gehen um soziologische und auch linguistische Perspektiven auf das Thema Fans. Dazu haben Sie vorbereitend Texte gelesen, aber ich möchte nach dieser fancy Übergangsslide gerne beginnen mit einer Rekapitulation auf die erste Sitzung. Da hatten wir uns mit dieser Definition von Fans von Rose et al. Beschäftigt, die Sie auch vorbereitend für die heutige Sitzung nochmals im Original nachgelesen haben. Eine denkbar allgemeine Definition, wo es vor allem um die emotionale Beziehung geht und auch die Investition von Zeit und Geld. Wir hatten gesehen, dass es aus einer linguistischen Perspektive vielleicht ein bisschen unterspezifisch ist, weil die spezifisch kommunikativen Aspekte nicht so sehr in den Fokus rücken. Wir hatten uns auch beschäftigt mit einigen exemplarischen Texten oder auch Lexikon-Einträgen und so weiter, wo wir mal einen ersten Blick auf das Thema Fans geworfen hatten. Wir hatten gesehen, klar, natürlich Fans investieren wirtschaftlich und auch emotional. Fans inszenieren sich aber auch immer selbst als Fans. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Perspektive in der Linguistik. Fans gruppieren sich sozial und grenzen sich immer auch von anderen ab, von gegnerischen Fans oder auch von Nicht-Fans. Und wichtiger Punkt, wir hatten gesehen, dass Fans natürlich auch Zielgruppe von Vermarktungsstrategien sind, sei es der DFB-Fanclub oder auch die Dagi-B-Fans, die eine Form von Kapitalisierung auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise schon verinnerlicht haben. Wir hatten gesehen, dass wir aus einer linguistischen Perspektive Fansein beschreiben können, erstens als Kommunikationsanlass, und zweitens auch als kommunikative Praxis. Und genau diese Perspektive wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Wir können damit Fiske argumentieren, der gesagt hat, dass Fansein einhergeht mit textual production that can circulate along and thus help to define the fan community. Ja, also was konstituiert eine Fangemeinschaft? Natürlich, dass sie in irgendeiner Form kommunizieren und meistens auch tatsächlich semiotisch produktiv werden. Und im Netz können wir das natürlich wunderbar beobachten. Und wenn wir uns jetzt gerade als Linguistinnen mit Fans beschäftigen, können wir gerade für solche Fragen wie Verhältnis von Sprache und Emotionen, Sprache und Identität, Sprache in Gruppen, Medien und Sprache vielfältigste Materialien finden. Und genau für solche Teildisziplinen Linguistik sind Fans einfach ein wunderbarer Gegenstand. Aber blicken wir noch mal ein bisschen über den Tellerrand und schauen in die Nachbardisziplin der Soziologie. Denn die Fanlinguistik, sofern es denn eine solche gibt, ist noch ganz jung. Wesentlich älter ist die Fanforschung im Bereich der Soziologie. Und da gibt es im Wesentlichen drei Ansätze, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Wir haben zunächst mal den Rational Choice Ansatz, der sich ganz grundlegend mit der Frage beschäftigt, warum werden eigentlich Menschen Fans? Und mit welchen Motiven werden Menschen Fans? Oder auch mit welchen Motiven sind sie Fans? Ja? Schafft einem das eine gewisse Befriedigung, eine Kompensation zum Berufsleben? Suchen Menschen Kontakt zu anderen? All das können Motive sein, warum Menschen zum Beispiel glühende Harry Potter-Fans sind. Ja, und da kann man mit Fragebögen und auch in Kooperation mit der Psychologie sehr viel erforschen, ist aber wahrscheinlich doch für uns Linguistinnen weniger interessant, weil wir da nicht so sehr wirklich linguistische Daten produzieren können, um sowas untersuchen zu können. Interessanter ist das schon die mikrosoziologische Interaktionstheorie, verknüpft mit dem Namen Irving Goffman, den Sie bestimmt schon mal gehört haben, aus der Höflichkeitstheorie zum Beispiel, aber auch insgesamt die Interaktionsforschung hängt zu einem ganz maßgeblichen Teil an Irving Goffman. Da ist die Grundfrage, wie agieren eigentlich Fans? Und wir hatten gesehen, dass Fans eigentlich sich immer in Communities zusammenfinden. Drum auch ergänzt die Frage, wie interagieren eigentlich Fans? Wie wird in der Interaktion sowas wie eine Fanrolle inszeniert? Also wie geben sich Fans als solche zu erkennen? Wie konstituiert sich
Fandom und das heißt vor allem auch sowas wie eine Fanidentität in der Interaktion. Und das können wir ganz konkret am Material nachzeichnen, wenn wir uns Podcasts anhören, wenn wir uns DagiB-Fanpages angucken, wenn wir uns Facebook-Kommentare angucken. Ich werde es nachher noch ein bisschen genauer ausführen. Schließlich noch als dritter Theorieansatz die sogenannte Feldtheorie. Hier ist der Pate, den wir nennen müssen, Pierre Bourdieu. Auch den haben Sie vielleicht schon mal gehört. Sind mit seiner soziologischen Feldtheorie, die vor allem darauf abzielt, bezogen auf Fans, danach zu fragen, was eigentlich Fanszenen strukturiert. Ja, denn Fan ist nicht gleich Fan, da gibt es nochmal Unterschiede, bestimmte Prestigestufen zum Beispiel. Und in der Feldtheorie von Pierre Bourdieu ist ein ganz wichtiger Begriff der des Kapitals. Und zwar ergänzt er den Begriff des ökonomischen Kapitals um den des kulturellen Kapitals. Sowas wie Bildung zum Beispiel. Ja? Oder gewisse Benimmregeln, die sie beherrschen, die für sie die Eintrittskarte sein können für höhere Schichten und so weiter. Und bei Fanszenen können wir von subkulturellem Kapital sprechen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Fans Subkulturen sind. Und da gibt es eben Fans, die über mehr subkulturelles Kapital verfügen als andere. Ja, und wir hatten das bei DagiB-Fans gesehen. Und wir können auch fragen, wie wird das eigentlich umgesetzt? In welchen Texten und in welchen Interaktionsformen wird diese Währung gewissermaßen ausgespielt und auf welche Form? Und damit einhergehen auch immer bestimmte Formen der Distinktion, also dass wir uns einer Gruppe zuordnen und uns zugleich von anderen Gruppen absondern. All das kann man schön untersuchen im Rahmen dieser Feldtheorie. Ja, und wir merken, auch das ist natürlich für uns als Linguistinnen unmittelbar einschlägig, weil wir jetzt eben ganz präzise fragen können, wie äußert sich das in Texten? Wie äußert sich das in linguistischen Daten, die wir erheben und auswerten können? Die Linguistik der Fans, hatte ich gesagt, ist wesentlich jünger. Von Monika Bettnarek hatten sie einen Text gelesen, der sich speziell auf das Thema Social Media konzentriert, entnommen aus seinem Handbuch Pragmatics of Social Media von 2017. Ganz ähnlich wie Fiske das auch schon festgehalten hat, ist der Ausgangspunkt von Bettnarek der hier, dass Fans sich auszeichnen durch besonders produktive Konsumpraktiken. Ja? Also alle möglichen Menschen schauen Fernsehen, denn darum geht es bei ihrem Aufsatz, aber Fans, die Fernsehen, Tatort oder Germany's Next Topmodel oder was auch immer, haben nochmals besondere Arten und Weisen der Rezeption und des Konsums, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie eben nicht nur passiv konsumieren, sondern auch aktiv Texte hervorbringen, und das können wir eben gerade im Internet beobachten. Internet und Social Media sind, so können wir das sagen, Beschleuniger von Fankommunikation. Ja, also in Echtzeit zu den Fernsehsendungen entsteht auf Twitter, auf Facebook, auf Insta und wo auch immer ein riesiger Diskurs. Damit wird Fankommunikation auch verstärkt und wird aber auch multipliziert, ja, findet vielfältigere Rezipientinnen und Rezipienten. Also eben Fanzines gab es früher auch schon, aber das waren wirklich Nischenprodukte. Und jetzt ist es an ein großes Publikum adressiert, und es gibt ja auch schon die Rubriken auf Spiegel Online, wo der Twitter-Diskurs zum Tatort dann ausgewertet wird. Und darüber wird dann berichtet, ja, also es findet auch wieder den Weg zurück in die Mainstream-Medien. Und so gibt es insgesamt eine stärkere Annäherung von Mainstream und Fankommunikation. Auch das hat Bettnarek ja herausgestellt. Ganz generell ist die Perspektive die hier, dass wir Fankommunikation als Anschlusskommunikation beschreiben. Ja? Also wir machen uns immer klar, es gibt sowas wie eine Tatortfolge oder ein Harry Potter-Film oder irgendwas, was das eigentliche Fanobjekt ist, was ja auch schon eine Form von Kommunikation ist, in dem Menschen das rezipieren. Und dann betreiben sie Anschlusskommunikation, also im Anschluss an einen Film oder einen Podcast oder was auch immer,
wird kommuniziert und wir finden hier bestimmte Formen der Fortschreibung, der Umschreibung, aber auch der Kommentierung, der Rekontextualisierung und so weiter. Da sind kaum Grenzen gesetzt. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Wir können auf Facebook die Tatortseite aufsuchen und finden da zum Tatort vom vergangenen Sonntag hier solche Bewertungen. Ich fand den eigentlich ganz gut. Halt anders als ein klassischer Tatort, mehr ein Thriller. Ganz mieser Ton leider. Das mit den Schlusszenen am Anfang ist ja sehr modern geworden, sieht man ja öfter, ist nicht unbedingt meins. Wie in fast allen Fällen hat Falke eine frühere Verbindung zur weiblichen Hauptperson. Das reicht jetzt auch mal, finde ich. Kommt mit was Neuem. Nette Unterhaltung. Wir sehen hier, hier spricht ein Kenner. Ja, das ist, darauf kommt es mir an. Wir können hier sehen, das wird in Kontrast gesetzt zu anderen Tatorten. Hier werden Vergleiche gezogen. Es wird bewertet auf einer Gradskala, was nur möglich ist, wenn man schon sehr, sehr viele Tatorte gesehen hat, und genau diesem vertieften Wissen wird hier Ausdruck verliehen. Und auch hier nochmal ein bisschen humoristischer: Als das Flugzeug explodierte, hatte ich kurz Angst, dass Til Schweiger als Nick Chiller ums Eck kommt. Ansonsten, tja, klassischer Tatort, eher schon Thriller, ganz ähnlich die Bewertung. Etwas wirr zwischendurch, Schlussszenen im Eindruck verwirren mich immer. Ja, auch hier wird wieder vielfach Vergleiche gezogen zu anderen Tatorten, und in diesen Formen der Bewertung finden wir also, dass hier eine bestimmte Praxis des Fanseins sich Ausdruck verleiht. Hier können Sie das nachlesen bei Interesse. Auf Twitter finden wir nochmals ganz andere Formen von Bewertungen, die natürlich auch weniger, also nicht so sehr kanalisiert auf der Tatortseite, sondern eben mehr so wild wuchernd. Das hier habe ich gefunden. Schauen Sie mal hier, neue Runde Tatort-Bingo wünscht mir Glück. Und hier sehen Sie dann so eine Reihe von wiederkehrenden Motiven. Ein recht erfolgreicher Tweet mit 26 Retweets, 291 Likes. Auch hier sehen wir, also hier sind viele Dinge interessant. Erstens, wir haben hier ein Bild, was beigefügt wird zum Text. Und solche Text-Bild-Kombinationen sind natürlich total relevant. Stichwort Multimodalität. Und auch hier sehen wir, dass hier natürlich auf eine ganz interessante Art und Weise ein profundes Wissen über den Tatort eingebracht wird und zelebriert wird. Wir haben auch so eine ironisierende Distanznahme zum Tatort, die aber zugleich auch eine Form von Liebeserklärung ist. Ja? Und solche Dinge funktionieren nur ja, oder sind einfach eine interessante Art und Weise, wie man seinem eigenen Fantum Ausdruck verleihen kann, wie man sich auf eine ganz interessante Art und Weise auch an andere Tatort-Afficionados richten kann, die ja genauso wie man selbst dieses Bild lesen und verstehen können. Ja, also damit können wir uns beschäftigen. Offene Fragen sind natürlich jetzt, wie kann man eigentlich jetzt genau Fanverhalten von Nicht-Fanverhalten in digitalen Medien unterscheiden? Können wir einfach davon ausgehen, jeder, der den Hashtag Tatort verwendet, ist Fan? Ja, offenkundig nicht. Aber dadurch, dass eben die Zugänglichkeit zum Fandiskurs so einfach geworden ist, jeder mit Twitter-Account kann einfach mitmachen, ist es ganz schwierig geworden, Fanverhalten und Nicht-Fanverhalten tatsächlich zu unterscheiden. Und wir müssen natürlich fragen, welche linguistischen Zugriffsobjekte und Kategorien bieten sich eigentlich an? Schauen wir auf der Ebene der Lexik, schauen wir auf der Ebene der Sprechakte, gucken wir uns sowas wie Sprache und Emotionen an und brauchen dann nochmal ganz andere Formen der Beschreibung. Ja, all das wollen wir vertiefen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns gleich im Seminar. Machen Sie es gut. Ciao.